Sehr verehrte Damen und Herren, liebe SafeWords-Freunde, mein Name ist Martin Kurs, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger an der KBO Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech. Mein Arbeitsplatz ist eine allgemeinpsychiatrische Akutaufnahmestation. Im Rahmen der Fachweiterbildung zur psychiatrischen Pflege erhielt ich unter anderem den Auftrag, ein Projekt zu erarbeiten. Ich entschied mich für das Projekt der gemeinsamen Unterstützungskonferenz. Ja, warum dieses Projekt? Mir persönlich war es sehr wichtig, dass Patienten und Mitarbeitende einen großen Nutzen aus dem Projekt ziehen können. Auch eine sehr große Nachhaltigkeit war erwünscht. Dafür sah ich das Projekt der gemeinsamen Unterstützungskonferenz als sehr geeignet. Auch bestärkten mich verschiedene Motivationsfaktoren dazu, das Projekt durchzuführen. Zum einen, dass seitens der Klinikleitung die Vorgabe war, SafeWords in unsere Stationen zu implementieren. Sozusagen war dann mein Projekt das Projekt im Projekt. Auch die Tatsache, dass ich gerne Gruppen leite, mal aus der Bezugspflege heraustrete, um zu signalisieren, ey, wir sind für euch alle da, ist für mich ein großer Motivationsfaktor. Letztendlich natürlich auch die positive Arbeitsplatzgestaltung. Um ein Ziel zu erreichen, setzte ich verschiedene Meilensteine ein. Mein Starting-Meilenstein waren die Überlegungen meinerseits. Ich überlegte, welche Rollen als Projektleiter würde ich denn überhaupt spielen? Neben der Rolle als Koordinator oder Motivator und auch noch andere mehr, möchte ich die Rolle des Vorbildes noch etwas hervorheben. Wenn ich als Projektleiter mein Projekt nur abarbeiten würde, dann würde die Authentizität fehlen. Dieses könnte negative Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Projektes haben. Auch überlegte ich mir, wie denn das Erfolgsdreieck eines Projekts gestaltet sein könnte. Also, wie viel Zeit steht denn zur Verfügung? Welche Kosten kommen auf uns zu und welches Budget steht denn dem Ganzen entgegen? Oder aber auch, welches Ziel möchte ich denn erreichen? Im Rahmen der Analyse des Stakeholder-Kraftfeldes überlegte ich mir, wer hat denn den Nutzen aus diesem Projekt? In erster Linie Patienten und Mitarbeitende, da diese direkt davon profitieren. In zweiter Linie aber auch die Leitungsebene sowie die Klinikleitung. Ich denke, dass sich durch die Reduzierung von Aggression und Gewalt auf unserer Station und die damit verbundenen Zwangsmaßnahmen auch personelle Ausfälle reduzieren lassen. Somit resultiert eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit und stellt auch einen großen wirtschaftlichen Faktor dar. Der nächste Meilenstein, den ich nutzte, war das Zusammenstellen des Projektteams. Hierbei war es mir sehr wichtig, dass alle Berufsgruppen im Projektteam vertreten sind. Alle Berufsgruppen deswegen, da SafeWords und somit auch die gemeinsame Unterstützungskonferenz kein Projekt der Pflege alleine sind, sondern alle an der Therapie beteiligten Berufsgruppen. Der nächste Meilenstein, den ich nutzte, war die Planungsphase zusammen mit dem Projektteam, das Kickoff. In der ersten Besprechung mit dem Projektteam konnten verschiedene Arbeitspakete geschnürt, gepackt und auf verschiedene Schultern verteilt werden. Einen weiteren Meilenstein, welchen ich mir zu Nutzen machte, war die der Projektdurchführung. Innerhalb des Projektteams waren wir uns immer einig, wie denn unsere nächsten Schritte aussehen würden. Was möchten wir als nächstes machen? Wie gehen wir weiter vor? In einem Punkt, das war der Startzeitpunkt des Projekts, waren wir uns allerdings nicht einig. Die Range ging von, wir müssen uns noch ein paar Mal treffen, wir müssen noch viele Feinheiten besprechen, bis hin zu, warum starten wir nicht morgen? Nach kurzer und konstruktiver Diskussion über diese Thematik konnten wir uns auf ein qualitatives Forschungsdesign einigen. Dies bedeutet, wir möchten von gemeinsamer Unterstützungskonferenz zur gemeinsamen Unterstützungskonferenz dazulernen. Der Startzeitpunkt war folglich am nächsten Tag. Vorgabe des Auftraggebers zur Häufigkeit der Durchführung der gemeinsamen Unterstützungskonferenz lautete mindestens einmal pro Woche. Angestrebt wurde allerdings 2 bis 3 Mal die Woche. Wir konnten einen festen Termin pro Woche in den Therapieplan mit einbauen. Dieser erfolgte an einem Mittwochnachmittag. Ein weiterer Meilenstein ist der der Evaluation. Die Evaluation ist ein ständiger, uns begleitender Prozess. Nach jeder Durchführung der gemeinsamen Unterstützungskonferenz besprachen wir,
was ist denn gut gelaufen, was ist denn weniger gut gelaufen, was würden wir das nächste Mal vielleicht auch anders machen. Ebenfalls aus dem Evaluationsprozess heraus entstanden Dokumente, welche notwendig waren, um die gemeinsame Unterstützungskonferenz in Wort und Schrift festzuhalten. Der letztendliche Meilenstein, den ich mit einbaute, war der der Lernphase und der endgültigen Implementierung. Also, was lernen wir daraus? Was ist das Fazit von dem Ganzen? In die Praxis gehend kann ich sagen, dass in der Vorbereitung bereits der Frühdienst an besagtem Mittwoch anfing, Werbung für die gemeinsame Unterstützungskonferenz zu machen. Werbung dahingehend, dass wir Plakate aufstellten, Plakate aufhingen, welche im Vorfeld von Patienten selbst kreiert worden sind. Auch bei der Ausgabe der Medikation wurde darauf hingewiesen, dass heute am Nachmittag die Unterstützungskonferenz stattfinden wird, ebenso wie in der anschließenden Morgenrunde. Nach dem Wechsel von Früh- auf Spätdienst besprachen wir uns im Team, wer wird denn heute die Hauptmoderation durchführen oder gibt es auch Aktuelles für die Nachrichtenrunde. 15 Minuten bevor die Unterstützungskonferenz losging, richteten wir zusammen mit den Teilnehmern die Räumlichkeit her. Zusammen mit den Teilnehmern nicht nur deswegen, weil es eine gegenseitige Wertschätzung darstellt, sondern weil dies auch so der insgeheime Startzeitpunkt zur gemeinsamen Unterstützungskonferenz darstellte. Die Tagesordnung der gemeinsamen Unterstützungskonferenz wurde gemäß den Empfehlungen des SafeWords-Handbuches durchgeführt. Lediglich in der Nachrichtenrunde hatten wir eine kleine Ausnahme. Es war der Wunsch vieler Mitarbeitenden, nicht noch eine Gruppe durchführen zu müssen. Aus diesem Grund beschlossen wir, die Stationsversammlung, die zu einem anderen Zeitpunkt im Therapieplan festgehalten war, in die Nachrichtenrunde mit einzubauen. In die Nachrichtenrunde mit einzubauen deswegen, weil dies doch einen wesentlichen organisatorischen und planerischen Teil unseres Stationslebens darstellte. Dem Wunsch der Mitarbeitenden konnte entsprochen werden, nicht noch eine Gruppe durchführen zu müssen, und den Patienten wurde ein angenehmer Rahmen gegeben, um sich für die Stationsdienste einzuteilen. Auch wurde parallel zur Tagesordnung ein Protokoll erstellt. In diesem wurden die Objektivitäten, welche in den Runden besprochen worden sind, festgehalten, um dies dann auch später deutlich sichtbar für alle kenntlich zu machen. In der Nachbereitung wurden durch den Hauptmoderator erst einmal noch Worte des Dankes an alle Teilnehmer ausgesprochen. Zusammen räumten wir die Räumlichkeit dann noch auf. Das Protokoll wurde an die Infowand aufgehängt, für alle ersichtlich. Und im Anschluss erfolgte dann die Dokumentation innerhalb der EDV oder auch in Papierform. Innerhalb der Durchführung der gemeinsamen Unterstützungskonferenz wurden bereits auch weitere Mitarbeitende in die Durchführung geschult. Diese hatten die Möglichkeit, an der Unterstützungskonferenz teilzunehmen, diese auch wahrzunehmen, ihre Beiträge und Kommentare dazu zu leisten. Auch außerhalb der gemeinsamen Unterstützungskonferenz schulten wir weitere Mitarbeitende in Kleingruppen bzw. auch in Einzelgesprächen. Was lernen wir aus den ganzen Punkten? Was sind unsere Ergebnisse? Was nehmen wir daraus mit? Wir konnten beobachten, dass wir wesentlich mehr mit den Patienten auf Augenhöhe waren. Wir konnten signalisieren, wir sind nichts anderes als ihr, wir haben nur andere Rollen. Die Zugehörigkeit in die Gemeinschaft des Stationslebens wurde so gestärkt. Das berühmte Machtgefälle, ich will nicht sagen, dass wir das Machtgefälle eingeebnet haben, aber ich möchte behaupten, dass wir es stark reduziert haben. Ein stark reduziertes Machtgefälle ist gleich stark reduziertes Konfliktpotenzial. Patienten, welche zuvor eher als Randgruppe der Station ersichtlich waren, fanden innerhalb der gemeinsamen Unterstützungskonferenz Gehör und so auch zumeist den Zugang in die Stationsgemeinschaft. Patienten, welche schon geraume Zeit innerhalb des Settings waren, die Unterstützungskonferenz also bereits schon einige Male besuchten, machten bei neuen Patienten, welche neu dazukamen, Werbung für die gemeinsame Unterstützungskonferenz, erklärten ihnen, worum es dabei ging und nahmen diese an die Hand. Auch lernten wir, die gemeinsame Unterstützungskonferenz als Plattform nach belastenden Situationen zu nutzen.
Als Beispiel möchte ich hier einen Feueralarm nennen. Der Feueralarm geht los, die Patienten erschrecken, sie werden evakuiert in einen anderen Brandschutzbereich, die Einsatzkräfte der Feuerwehr rücken an. Es wird geklärt, dass es sich um einen Fehlalarm handelt, die Patienten werden wieder zurückgeführt ins eigentliche Stationszentrum. Bei den allermeisten löst dies Angst, Unruhe und Desorientierung aus. Mit der gemeinsamen Unterstützungskonferenz als Werkzeug war es uns gelungen, Ängste und Unruhe zu reduzieren und wieder Orientierung zu geben. Auch die Klärung der gegenseitigen Erwartungen, eine weitere Intervention aus dem SafeWords-Modell, konnte in die gemeinsame Unterstützungskonferenz integriert werden. Zu diesem Zweck kamen die dementsprechenden Interventionsbevollmächtigten regelmäßig in die Unterstützungskonferenz und klärten eben diese mit den Beteiligten der gemeinsamen Unterstützungskonferenz. Auch befanden wir uns in einem stetigen Verbesserungsprozess, nachdem wir von Unterstützungskonferenz zu Unterstützungskonferenz dazulernen durften. Als Beispiel möchte ich nur nennen die Sitzordnung. Am Anfang war die Sitzordnung ein Klassenzimmerstil. Das bedeutet, wer ganz hinten sitzt, schaut auf die Rücken aller Vorderen. Wer ganz vorne sitzt, sieht hinter sich natürlich niemand. Aus diesem Klassenzimmerstil ist dann im Laufe der Zeit ein großer Sitzkreis geworden. Aus dem großen Sitzkreis ist bis dato eine große Tafel geworden, um die nun alle herumsitzen. Jeder hat jeden im Blick und diese Verbesserungsvorschläge alleine kommen nicht nur aus dem Projektteam, sondern auch aus den Vorschlägen oder Wünschen der Patienten innerhalb der Tagesordnung der gemeinsamen Unterstützungskonferenz. Auch haben wir festgestellt, dass das Projekt gelebt werden muss. Das SafeWords-Modell und somit auch die gemeinsame Unterstützungskonferenz sind kein starres Konstrukt, sondern unterliegen einer ständigen Dynamik. Diese Dynamik gilt es stets zu beobachten und unter Umständen auch anzupassen. Unterm Strich kann ich sagen, wer SafeWords und die dazugehörige Intervention der gemeinsamen Unterstützungskonferenz lebt, lebt und liebt seine Arbeit leichter. Vielen Dank.